Willkommen in Rammingen, Weltstadt mit Herz. Und die heutige Aufgabe für Jürgen Ortlieb wird eine ganz besondere sein. Und deswegen haben wir hier schon einen ganzen Fanclub sitzen. Hallo Mädels! Hi! Genau, die sind nämlich alle hier, denn sie wollen miterleben, wie Jürgen Ortlieb die Sahne schlägt. Er per Hand und Susanne mit der Maschine. Von Susanne kam die Idee und diese Frau, die wollen wir jetzt alle mal genauer kennenlernen. Hallo Susanne! Hallo! Wie kommt man denn auf so eine wahnwitzige Idee? Spontan. Diese Eichhörnchen-Oberarme sollen also jetzt schneller schlagen als eine Maschine. Ja. Sie werden schneller schlagen. Genau. Er ist kampfbereit und zu allem entschlossen. Meine Damen und Herren, wir schreiten zur Tat. Jürgen Ortlieb, Mann gegen Maschine. Auf 3, 2, 1 und go! Okay, und die Sahne geht los. Wir haben hier die ersten Spritzer, die durch die Küche fliegen. Jürgen gibt Gas. Mein Gott, hier sieht's aus. Der Fanclub hinten ist am Toben. Susanne hat ja mittlerweile die ersten Blasenschäumungen. Jürgen Ortlieb, ich kann nicht richtig reinsehen bisher. Du sollst nicht alles neben rauskippen, du sollst das Ding rühren. Sei ruhig jetzt. Der Hund gibt auch noch mit Gas. Die Spannung steigt in Rammingen. Jürgen Ortlieb, was ist da los? Sei ruhig, es liegt am Topf. Am Topf, Susanne, hier locker lässig aus der Hand heraus. Elektrotechnik ist dann doch überlegen, so wie es aussieht, oder? Na klar, immer, habe ich ja gewusst. Jürgen Ortlieb, welche Kräfte schlummern in diesem Unterarm? Das fragen sich hier die Zuschauer. Aber Susanne, mein Gott, mittlerweile bin ich auch schon voll mit Sahne. Die Spannung steigt in Rammingen hier im Sahnestadion. Was ist? Das ist doch noch keine Sahne, das ist doch Creme. Die Delinquenten mittlerweile oben bis unten voll mit Sahne. Überall Sahnespritzer. Die Küche versaut. Susanne, werden Sie das nochmal hinbekommen? Jetzt sagst du. Ja. So, jetzt haben wir den Steif. Das ist doch keine Sahne nicht. Was ist das? Hallo. Nix. Was ist das? Das ist doch keine Sahne. Also bei Susanne sieht es jetzt langsam nach Sahne aus. Der Weiber sieht ich aus. Da kann ich machen, was sie will. Echt. Okay, stopp. Wir haben Sahne. Und jetzt schauen wir mal, wer die Sahne steif geschlagen hat als erstes. Bitte umdrehen. Tja. Der Punkt geht eindeutig an Jürgen Ortlieb. Danke, danke, danke. Sie hat die falsche Schüssel gehabt. Ja, eindeutig, ich habe die falsche Schüssel. Deswegen wieso, was ist? Ich habe vorhin dir gesagt, die Schüssel ist wichtig. Aber da bist du nur zu jung. Bitte jetzt, ja, bitte. Mann gegen Maschine, der Ausgleich, meine Damen und Herren. Jürgen Ortlieb besiegt Susanne im Sahneschlagen. Ich habe dir erzählt gestern Morgen, ich habe eine ganze Piste in Davos, die hatten keinen Kunstschnee, habe ich mit der Hand 800 Quadratmeter Kunstschnee geschlagen. Also glaube ich den Schmarren auch noch.